besten Kräften zu sein. Wenn die anderen spielen und ihr Franchise planen, muss ich die Stadt gegen das Böse verteidigen. Da bleibt kaum Zeit, am Mysterion-Spin-Off-Film zu arbeiten. Manchmal sind meine Kräfte eher ein Fluch. Du kennst es bestimmt. Du bist ja wie ich. Dein Hintern ist sicher auch manchmal eine Last. Gina! Redest nicht gern drüber, hä? Schon okay. Kann ich verstehen. Gehen wir zum Polizeirevier und suchen die Beweise. Gina! Gina, es tut mir leid. Versprochen. Wow, die Erwachsenen in dieser Stadt drehen echt voll am Rad. Was? Hoffe, du magst Eier! Ja, Mann! Was für Arschlöcher. Das ist schlimmer, als ich dachte, Neuer. Das ist nicht normal. Du bist echt mysteriös. Und von Mysterion ist das ein ziemliches Lob. Hey, da sind sie! Freedom Pals, folgender Plan. Sobald wir im Polizeirevier sind, starten Toolshed und Wunderarsch ein Ablenkungsmanöver. Moment, was soll das denn? Ja, kommt, Leute. Wir müssen ins Polizeirevier. Was wollt ihr Spasten hier? Wir gehen hier einer Spur nach, die zur Polizei von South Park führt. Da! Das tun wir auch! Oh nein, nein, das ist unsere Superheldenmission, Freedom Pals. Verpisst euch! Leute, Leute! Ist die Priorität nicht, das arme Mädchen zu retten? Blitzfreak hat recht. Wir sollten das Kriegsbeil fürs Erste begraben und zusammenarbeiten. Oder, Leute? Mysterion, wie gehen wir vor? Ich schlage ein Ablenkungsmanöver vor. Ein paar von uns locken die Bullen an und die anderen schleichen sich heimlich rein. Gute Idee. Wir klettern die Feuerleiter hoch und sorgen für Ablenkung und ihr schleicht euch rein. Echt ein merkwürdiger Zufall. Habt ihr wieder unsere Spuren geklaut? Unschuldige Menschen werden verhaftet, Toolshed. Nur darum geht es uns. Und nur darum sollte es euch gehen. Okay, Kuhn-Freunde, die Leiter hoch. Okay, wir müssen auf die Ablenkung warten. Sieh dir das mal an. Oh Mann, das passiert wirklich, heilige Scheiße! Ah! Sieh dir das an. Oh Mann, das haut ja mal richtig rein. Sag mal, kommt euch das Koks auch komisch vor? Nein, das ist klasse. Hey, sollen wir ein paar Nutten bestellen? Was war das? Lass uns mal nachsehen. Los jetzt! Okay, komm, Wunderarsch. Die Luft ist rein. Shit, ein Gangmitglied, der hat ein unschuldiges Kind! Alarm! Das Revier wird angegriffen! Wow, das habe ich nicht erwartet. Ah, shit. Wir müssen uns wohl selbst um die Typen kümmern. Bleib deine Drogen mit sich um. Die wollen wir ja nicht kaputt machen. Auf solche Partys habe ich keinen Bock. Du hast das Recht aufs Gott sei Dank! Hoffentlich hat mein Taser noch Akku. In der Zeit hätte ich mir die Nase pudern können. Du viel Druck! Donnerlittchen! Der Zwerg hat mir einen Stromschlag verpasst! Los geht's! Angriff aus dem Hinterhalt! Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Tupperdose hält alles frisch! Geworden, um zu feiern, nicht um Kinder zu verprügeln. Geht aber auf! Hey, lasst ihn in Ruhe! Wir brauchen Verstärkung, Mann! Oh, Scheiße, da ist ein schwarzes Kind!
Hey, was soll das? Mach dich auf Gerechtigkeit gefasst! Das kann nicht gesund sein. Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Schockierend, was? Fuck, was ist das hier für eine super Schurkenscheiße? Hier kommt dein Tod. Scheiße, und jetzt? Führe Gefechtsprotokolle aus. Super Tornado Warnung. Geil. Erledigt. Au! Auf den Boden! Au! Oh Gott! Oh Gott! Hey, ich lebe noch! Meine Sturmwinde sollen dich bestrafen! Geil! Feind am Boden! Das reicht jetzt. Keine Bewegung. Hey, ich verstehe dich. Wirklich. Du denkst, dass Bullen es nur auf Schwarze abgesehen haben. Ich weiß, es wirkt vielleicht manchmal so, als wären alle Bullen Rassisten. Aber man darf nicht auf all die Fake News reinfallen. Bullen sind Menschen. Wie ihr. Eure Freunde. Eure Familie. Menschen, die hart arbeiten und... Nigga! Tupperdose! Lewinsky, du Spaß, drauf mit dir! Tja! Und schalt den Alarm an! Der Wichser hat auf mich geschossen! Hinterher! Das wird kein Zuckerschlecken, aber wir zahlen's den Bullen heim. Das ist ein Überbrückungsschalter! Aber wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? Arsch, reiß normale Ärsche auf. Oh Mann, da ist noch einer. Vielleicht keine gute Idee, herzukommen. Hey, holt uns raus! Token, Gott sei Dank bist du hier. Dad, was zum Teufel machst du hier?
Hey, du hast mich hier reingebracht. Wir müssen all die Unschuldigen hier freilassen. Hey, wegen dir bin ich doch hier drin, du Arsch. Sie wollen die Verbrecher befreien. Runter, auf den Boden. Rippel euch nieder und sperr euch ein. Das ist mein verfassungsmäßiges Recht. Keine Bewegung! Okay, ich glaube, ich bin bereit. Kleine Erfrischung! Super Klimasteuerung! Zeig's ihnen! Ihr Demonstranten habt vergessen, dass es Freiheit nicht umsonst gibt. Keine Gnade. Gott, ich brauche einen Kaffee. Hier kommt Tupperdose. Polizeigewalt missverstanden, Kind! Zeit für eine kleine Stadtrenovierung! Ah, ein Sturm zieht auf! Ein Sturm zieht auf! Das wird noch eine Weile britzeln! Auf ist ein Flammen! Ich wiederhole, auf ist ein Flammen! Au! Zeig keine Schwäche! Ihr müsst durchgegriffen werden! Ja, stopfen wir ihnen das Maul! Das wird unschön! Ha! Ein trauriges, aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pals. Super Tornado! Schön aus den Hüftmotoren raus. Wir Gesetzeshüter in Aktion sind sicher aufregend für euch. Ich bin dran! Das tut sauber weh. Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. Geschafft! Was jetzt? Okay, okay, ich weiß, was ihr denkt, aber glaubt ihr wirklich, Bullen verhaften Schwarze einfach ohne Grund? Was würde uns denn das bitte bringen? Wir werden doch diskriminiert, nicht ihr. Wären wir alle schwarz und würden die Zellen mit Weißen vollstopfen, würde sich keiner beschweren. Ich hoffe, ihr kapiert jetzt, dass ihr die Rassisten seid, nicht wir. So, und jetzt geht nach Hause. Nein? Fuck. Wir müssen all die Unschuldigen hier freilassen.
Es ist doch legal, als Unschuldiger aus dem Gefängnis auszubrechen. Ich warte sicher nicht hier, um es rauszufinden. Riecht schwer nach Sammelklage. Oberster Gerichtshof, wir kommen. Token, du musst vorsichtiger sein. Mom, ich habe für Gerechtigkeit gekämpft. Mir egal, wofür du kämpfst. Du hättest dir wehtun können. Das geht gar nicht. Tupperdose spürt keinen Schmerz. Spürt er auch nichts, wenn er übers Knie gelegt wird? Doch. Dachte ich mir. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich sehe nirgends einen Schalter. Wir müssen vielleicht den Strom abschalten, so wie letztes Mal. Diese Zeitschürze sind heftig. Komm her, Kleiner. Und das hätten wir. Oh, wow. Chaos ist sich selbst der Lohn. Oh, du bist wieder da. Verschwinden wir hier. Ah! Okay, geschafft. Wir sehen uns. Thank you.
Wir müssen uns an dem da vorbeischleichen und dann zur Tür. Wir müssen ihn irgendwie aus dem Verkehr ziehen. Geh du vor. Hey! Ah, shit. Ich meine, ah, shit! Okay, wir müssen uns an dem da vorbeischleichen und dann zur Tür. Bullshit hat, was du brauchst! Geschafft! Soll ich dir sagen, was ein Bulle ist? Nicht mehr als ein Sklave. Ein Roboter, der nicht denken, sondern handeln soll. Die wirklich Bösen sind die Politiker. Eine Bürgermeisterin, die in ihrem Büro sitzt und uns erzählt, dass wir uns ändern müssen. Wir konnten sie nur loswerden, indem wir die Verbrechensrate ankurbelten. Und jetzt können Cops es endlich wieder auf die alte Art regeln. Seht ihr nicht, dass das besser für alle ist? Alter, das ist Brambles. Was? Du hast die Katze gefunden, Arschlord! Freedom Pals, wir haben den Polizeichef! Ganz oben! Was soll ich sagen? Ihr habt mich an den Eiern. Zumindest fast. Wisst ihr, nicht alle unsere Gefangenen sind schwarz. Wir haben nämlich auch einen Weißen hier. Das ist eine Falle! Tut mir leid, aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Er sieht super aus, isst die geilen Sandwiches. Man nennt ihn Jared und er sieht immer noch super aus. Hey Kids, wollt ihr was Süßes? Oh fuck, Jared. Ich will das nicht mit ansehen, also entschuldigt mich. Sex im Knast ist extra heiß. Hey Kids. Wollt ihr was Süßes? Wollt ihr Kids mal mein berühmtes Superbaguette sehen? Ah! Fuck, du bist gut! Hier kommt Mysterio! Jetzt bin ich dran! Oh, ich glaube, du müsstest mal was essen. Mikroaggression! Schlag ihn! Ah! Ich gebe dir gleich eine... Eins? Gott sei Dank! Meine Sturmwinde sollen dich bestrafen! Bleib cool! Chill mal kurz, okay? Ah. Ja, ins Jenseits mit euch. Hier kommt dein Tod. Los! Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Ich muss zugeben, ihr seid ziemlich hart drauf. Aber ihr habt keine Chance gegen... AIDS! Kack,
Kacke! Jetzt verrecken wir wegen AIDS! Glaubt ihr, es ist einfach, Mr. Vogels PR-Team zu sein? Ich habe seit 2 Jahren nicht geschlafen. Dank AIDS geht's mir schon viel besser. Sehr gut. Es läuft alles genau nach meinem PR-Plan. Tupper-Tornado, Warnung! Das Geilste am Tupper-Tornado ist der Kollateralschaden. Überlassen Sie diese Kinder uns. Ich gebe dir gleich eine Einführung in Kindererziehung. Einführung, kapiert? Mein Kunde bezieht sich auf seine jahrelange Erfahrung als liebender Vater. Kacke, Freedom Pearl außer Gefecht. Hey Kids, wollt ihr was Süßes? Ein Sturm zieht auf. Alles aufwachen, Leute! Das ist jetzt echt beschissen. Ich friere mir hier immer noch den Arsch ab. Hört dieser Tag niemals auf. Super Mac Upgrade bereit. Wollen wir probieren, ob wir zusammen meine Hose von vor der Diät passen? Mein Kunde wollte lediglich seinen nachhaltigen Gewichtsverlust. Sehr schön! Keine Kinder in Fummelreichweite, frustrierend! Gönn dir mal was. Warum bin ich bloß aus Kalifornien weggegangen? Treffer, Wunderarsch! Geil! Diese Schurken sind bereit für den Tupper Mac Mark III. Text ihn, Kumpel! Mach Gebrauch davon! Kinder in Fummelreichweite, frustrierend. Operation, lasst Jared zu sich. Zug gelöscht. Das Wetter schlägt um. Blitzzeit. Meine Haare sind nicht das Einzige, was stramm steht. Ich trete dir in den Arsch. Recht bewahren, unschuldige Schützen! Weiter so! Es ist soweit! Keine Kinder in Fummelreichweite, frustrierend! Operation, dass Jared zu 70% wie einen normalen Menschen aussehen, ist ein Fehlschlag. Abbruch!
als ob die Nummer noch schlimmer werden könnte. Zeig keine Schwäche! Ziel erfasst! Super Tornado! Ich bin eine 2 Kilometer Todeszone. Schlag für Schlag zum Sieg! Das wird unschön. Verdammt, Mysterion, hast du geübt oder sowas? Keine Kinder in Fummelreichweite, frustrierend. Operation, dass Jared zu 70% wie alle normalen Menschen aussehen, ist ein Fehlschlag. Abbruch! Aggressor neutralisiert. Super Tornado aktiv. Feind am Boden. Was macht die Polizei mit den Leuten, die sie verhaftet? Was weiß ich denn? Ich bin nur ein Sandwich-Typ. Okay, vorzieh ins Gesicht. Nein, nein, bitte, es tut mir leid. Ich sag euch alles. Was hat der Polizeichef zu verbergen? Unten sind noch mehr Zellen. Der Lift fährt da runter. Aber wer da eingesperrt wird, kommt nicht mehr raus. Wie lautet der Code? Bitte, woher soll ich das denn wissen? Ja, ich hab die Bullen beobachtet. 1477, bitte. Es tut mir leid, ich bin nur gern mit Kindern zusammen, weil ich nie eine eigene Kindheit hatte. Ja, genau, ich stehe auf Kinder, weil ich keine Kindheit hatte. Du hast die Wahl. Zum Superhelden-Dasein gehört auch, schwere Entscheidungen zu treffen. Ja! Alter, das war hardcore. Also, das war echt unangenehm. Ich weiß, der Moskito soll ja Krankheiten übertragen, aber ich fühle mich irgendwie schmutzig. Sollten wir uns irgendwie um die Leiche kümmern? Wahre Helden können Gnade zeigen. Du hast ihn dein Arschloch... Er fasst mich am Rüssel an. Seufzprotokoll aktiviert. Freund, Helfer, Peng. Das ist eine einmalige Sache, Kuhn. Ab morgen sind wir wieder Feinde. Unsere Meinungsverschiedenheiten sind gerade nicht wichtig. Schwarze Leben sind wichtig. Ja, du spast. Du bist hier der Spast, Moskito. Hey, wird's weit! Wow, das ist aber echt unheimlich. Es geht nur noch nach unten weiter. Ich habe hier ein ganz mieses Gefühl. Was war das? Hallo? Hallo, ist da jemand? Nein, da ist wohl niemand. Sonst hätte ja jemand geantwortet. Na gut.
Wir sind ganz allein, Miezi. Hier erwischt uns keiner. Komm, her mit dem geilen Zeug. Hey, lass das. Halt. Still. Oh, verflixt, die Katze ist abgehauen. Ich sehe überhaupt nichts hier drin. Klingt, als wäre die Katze mit den giftigen Chemikalien in Kontakt gekommen. Mist, das ist nicht gut. Ich hoffe, was da gerade auf dem Boden gelandet ist, sind nicht besagte giftige Chemikalien. Oh nein, ich glaube, das waren sie doch. Verflucht! Wenn sie sich vermischen, werden sie zu einem Gas, das mich innerhalb von Sekunden töten wird. Verdammt, da kommt das Gas. Ja, ich bin definitiv am Sterben. Achtung, Vergiftungsgefahr. Oh, Gott sei Dank. Das Gas wird wohl durch die Lüftung rausgesaugt. Ich sterbe doch nicht. So, wo ist diese verdammte Katze? Oh nein. Ich glaube, die Katze ist gerade in die Lüftung gesprungen und blockiert sie. Das Gas sammelt sich wieder im Raum und tötet mich wieder. Ich sterb wohl doch. Das hat sich nach der Brandschutztür angehört. Ja, sie ist zugefallen. Ich bin hier drin gefangen. Ich muss nur den Türgriff ertasten. Da, da ist er. Ja, ich bin gerettet. Oh verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Ich sitze hier drin fest. Jemand muss mir helfen. Das Gas bringt mich um. Ich sterbe dieses Mal wirklich, ernsthaft. Ich spüre, wie ich sterbe. Es ist wahnsinnig schmerzhaft. Hilfe! Wenn mich irgendjemand hört, bitte helft mir. Holt mich hier raus. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich... Sekunde. Ich glaube, ich habe den Lichtschalter gefunden. Bei dem letzten Atemzug mache ich das Licht an. Oh Mann, das war's doch hoffentlich nicht alles du, oder? Komm her, Kleiner. Und das hätten wir. Wuppi! Ciao! Geiles Ding! Schub Nigorat, schwarze Ziege der Wälder, gesegnet seien wir deine treuen Diener, Vernichter des Lichts. Ja, ja, Schub Nigorat,
Schwarze Ziege mit den 1000 Jungen. Hol den Mond vom Himmel und lass die Sonne erlöschen. Okay, ab mit ihm. Nein! Sir? Oh, na klar. Nur weil wir Bullen Afroamerikaner an eine Ziegengöttin verfüttern, sind wir gleich Rassisten. Shub-Niggurath gehört zu den äußeren Göttern und muss besänftigt werden. Ihre Ankunft wurde vom großen H.P. Lovecraft vorhergesagt. Aber wahrscheinlich war H.P. Lovecraft auch ein Rassist. Oh fuck, war er echt? Wie rassistisch? Richtig übel? Yo, da sind ja meine Homies. Holt mich raus, diese Nigger sind total cray-cray. Schluss damit! Gut, Kids, ihr wollt kämpfen? Na dann los! Kranke Scheiße, wir müssen sie retten! Okay, gib dir noch mehr. Oh, verfickte Scheiße! Au! Oh, Scheiße! Nein, die Übermutter kann weißes Fleisch nicht ausstehen! Vorsicht, Tentakel! Die Übermutter verlangt schwarzes Fleisch! Na und? Ich hab keine Angst! Ihr Raudis habt keinen Respekt vor dem Gesetz! Au! Ich will jetzt nach Hause! Euer Tod! Twitch! Du bist nicht dran! Gut, kümmern wir uns ums Wetter! Kleine Erfrischung! Der Ketzer hat mich verflucht! Au! Zeig's ihnen! Los geht's! Tupperdose aktivieren! Nimm das! Au! Mach keinen Ärger! So ein kleines Höllenfeuer wäre jetzt gar nicht schlecht! Ich bin dran, ich bin dran! Noch einer erledigt! Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden! Angriffsmanöver eingeleitet! Ja, ja, verschone deine Diener und geißle deine Feinde. Oh, diese ätzende Bitch hat gerade ein scheiß Ei gelegt. Hoch den Ungläubigen! Blitz und Donner! Oh. Das wird noch eine Weile britzeln. Du brauchst es dringender. Ja, Systeme online. Okay, los geht's. Danke für die Hilfe!
bist die Hand des Schicksals, Neuer. Super Mac wird gestartet. Ihr werdet der Ziege mit den 1000 Jungen nichts antun. Ich beschütze dich, meine Königin. Vorsicht, Tentakel! Ich leg dich auf Eis. Au! Mein Glaube wird mich warm halten. Keine Gnade. Das gibt Rache. Ich lasse es jetzt krachen. Knie nieder vor Schub-Nigorath. Wollen wir später noch einen heben und vielleicht das Spiel schauen? Oh Gott, Vorsicht! Du bist nicht dran! Angriff aus dem Hinterhalt! Hey, das ist religiöse Diskriminierung! Hey, Leute, zieht den Mond und die Sonne schon mal ohne mich runter. Hey, lasst ihn in Ruhe! Oh Mann, bin ich dran! Ich hab genau das Richtige! Für dich! Ich habe ein Reboot gebraucht. Das schaffe ich. Auf den Boden! Ihr werdet gleich von einer Ziege in den Arsch gefickt. Verdammt! Ich bin es, Wonder Tweak! Ich bin ein Mann, der
Oh, mächtige Schubnigorat, Übermutter mit den 1000 Jungen. Wir werden das Problem schon irgendwie lösen. Oh! Das tut sauber weh. Oh, okay. Aussetzen! Scheiße! Ja. Das wirst du bereuen. Ein Sturm zieht auf! Wie schmeckt dir das? Super Klimasteuerung! Flammen schüren nur meinen Glauben. Ich bete die Schmerzen weg. Du viel Druck! Schockierend, was? Oh. Au! Warum prüfst du mich? Den Boden! Ihr werdet gleich von einer Ziege in den Arsch gepickt. Ich werde dich bestrafen.
verprügeln ist ja noch irgendwie vertretbar, aber ein ganzes Polizeirevier überfallen ist echt eine heftige Nummer. Manchmal müssen Superhelden das Gesetz auch umgehen. Oh, verdammt! Cool! Ein Sturm zieht auf! Hier blitze ich einen! Das spürst du noch eine Weile! Weine nicht um deine Feinde. Sie sind echte Arschlöcher. Mein Leid wird bald enden. Ich bewahre den Frieden und die Frische. Zeit für die Topper-Party! Neutralisiere! Macht weiter so, Jungs! Auf den Boden! Ihr werdet gleich von der Ziege in den Arsch gefickt. Oh, lasst mich meine Religion ausleben. Wir sind hier doch in Amerika. Ich misch sie jetzt auf. Dafür wirst du noch bezahlen. Tupperdose hält alles frisch. Es hieß, ich würde keinen Schmerz spüren! Von wegen! Yes.
ist dieser neue voll funktionsfähig, wirkt ein wenig langsam. Zielsysteme online! Ich erkläre meine Umgebung zum Katastrophengebiet. Zeitanomalie. Scheiße. Wow, das vergisst man nicht so schnell. Auf den Boden! Ihr werdet gleich von der Ziege in den Arsch gefickt. Das merke ich mir. Führe Gefechtsprotokolle aus. Danke für Ihre Kooperation. Ergib dich dem großen Alten! Auf Befehle aus der Finsternis. Mach das nicht nochmal. Ich hätte das sicher auch gemacht. Auch den Muntermacher. Deinem dunklen Meister! Die Finsternis labt sich an Missetätern. Das Schicksal will, dass ich dich zerfetze. Thank you.
Freunde! Wir haben's geschafft! Wir haben Scrambles! Oh, ja! Endlich! Ja. Scrambles? Unfassbar, dass ihr kleinen Scheißer das wirklich geschafft habt! Danke! Endlich ist man in diesem Dreckskaff wieder sicher! Gern geschehen. Wer bist du? Oh mein Gott, Leute! Wir haben 100 Mäuse als Startkapital für unser Franchise! Fucking Kuhn and Friends! Scheiße geil, Leute! Wir haben's geschafft! Das war richtig geil! $100 Belohnung! Wir kommen! Hey, Moment mal! Was soll das? Wo wollt ihr mit der Katze hin? Oh, ja, sorry, Freedom Pals. Es gibt gewisse Infos, die wir nicht mit euch teilen können. Ist geheim, wisst ihr? Wir wurden reingelegt. Ah, fuck. Wunderarsch hat uns getäuscht. Sich uns anzuschließen war nur eine Kriegslist. Was? Ja, Wunderarsch hat euch echt an der Nase rumgeführt, sorry. Sie sind uns zum Revier gefolgt und wollen jetzt die $100 Belohnung für die vermisste Katze. Tja, im Krieg ist alles erlaubt, Freedom Pussies. Freedom Pussies. Ihr Wichser! Wir haben den üblen Plan der Polizei durchkreuzt, also haben wir die Belohnung verdient. Ach ja? Dann nehmt sie uns doch weg. Machen wir. Civil War 3 könnt ihr haben. Das war's neu. Wir reißen dich in Stücke. Nein, Mysterion. Wir kämpfen nicht gegen Super Arsch, sondern die. Okay, Neuer. Zeit zu sterben. Schnappen wir uns das Schwein!